Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 bei mir auf dem Kanal. Wir sind auf der Hutan Pantai und da fährt auch schon wieder der Güterzug vorbei. Sehr schön auf dieser Stelzenkonstruktion, sowohl auch die Eisenbahn als auch die Autobahn, so wie es aussieht. Okay, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu unserem kleinen asiatischen Projekt und wir haben es erweitert um... Ja, Langkornreis, das haben wir jetzt hier ausgesät auf diesem Feld und ihr seht, Langkornreis im Wachstum 87% Ertragsbonus, könnte ein bisschen mehr sein und gedüngt zu 100%, aber wenn wir jetzt hierher gehen zur Pumpe und das mal anwerfen wollen, Fläche 105 Hektar und dann sehen wir, nö, geht nicht. Ich kann weder fluten noch leeren. Hat einfach folgenden Grund und das muss man eben wissen. Unterschied Langkornreis zu Nassreis. Wie der Name schon sagt, Nassreis, da müssen wir erst Setzlinge großziehen und in einem Gewächshaus und dann anschließend in das geflutete Becken oder das geflutete Feld dann mit einer speziellen Setzmaschine einpflanzen. Während hier den Langkornreis, den tun wir ja als Körner, als Saat ausbringen und diese Saat würde natürlich, wenn wir jetzt schon fluten würden, einfach wegschwimmen und deswegen sollten wir ihm erstmal die Chance geben, zu keimen und Wurzeln auszubilden, um sich dann praktisch im Boden ein bisschen festzusetzen und das heißt, erst im nächsten Monat, wenn wir hier dann die ersten kleinen Pflänzchen sehen, werden wir hier beginnen, das Feld zu wässern. Und das vermutlich 2 oder 3 Mal, wenn ich richtig das verstanden habe nach der Anleitung. Und dann sollte das gut sein. Und dann können wir das Feld ganz normal abernten, wenn es trockengelegt ist, mit einem Drescher. Und dann, so habt ihr mir das geschrieben, soll es ja wirklich gute Preise geben, gute Erträge für Langkornreis. Warten wir mal ab, was uns dieses knappe Hektar letztendlich bringt. Eine Überraschung hat mir gebracht, auf jeden Fall, denn anschließend wollte ich ja hier wieder Pappeln ausbringen, dass es nicht funktioniert hat. Es hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Dazu müssen wir in den Schlepper gehen und dann sehen wir links oben Baumart amerikanische Ulme. Ich habe aus Versehen eine amerikanische Ulme gekauft und gar nicht Pappeln und somit geht das Ganze jetzt nicht. Also wenn wir hier reinschauen bei den Setzlingen, dann habe ich aus Versehen tatsächlich hier diese Kiste mit 240 Stück gekauft und habe gar nicht darauf geachtet, dass das natürlich diese kleine Kiste ist mit Setzlingen für eine spezielle Maschine, die ich euch dann noch zeigen werde. Und da kann ich eben unten auswählen, welche Setzlinge für welche Bäume es sein soll. Und jetzt ist es die amerikanische Ulme und die ist nicht ganz so geschickt. Ist natürlich auch wieder so ein Baum, der nicht gerade wächst. Und den könnten wir zwar auch verarbeiten, aber 240 Stück, ich weiß nicht. Ja, das hätte ich nehmen müssen. Die Pappeln, habe ich nicht aufgepasst, 280 Euro. Aber wir schauen mal ganz kurz, wenn wir uns nämlich die Maschine anschauen, nämlich diese hier. Für die Maschine brauchen wir eben diese kleinen Setzlinge, 240 Stück. Und die muss an solche großen Geräte ran, an diesen Volvo. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Und hier sehen wir natürlich, hier kommt die Setzlinge für 1020 Stück. Oder halt die Pappeln. Ja, nicht aufgepasst. Wäre jetzt auch nicht so weiter schlimm, denn ich habe mir gedacht, okay, vielleicht machen wir es dann ein anderes Mal oder tun ein paar Sätzen. Also 4 Stück habe ich schon aus Versehen gesetzt, weil dann habe ich ja erst gemerkt, dass es nicht gepasst hat. Nur das Problem ist, ich kann es nicht entladen. Egal, wo ich hinfahre und auch egal, wo Platz ist, ich kann hier jetzt diese Palette nicht entladen und somit kann ich hier diese Maschine nicht nutzen. Ne? Nicht genug Platz. Ich fahre hier jetzt aufs Feld, nicht genug Platz. Ich kann nicht entladen. Also wenn ihr jetzt eine Idee habt, wie ich damit umgehen soll, also ich meine, ich habe eine Idee, das wird sein, ich muss leider die Maschine wohl komplett zurückgeben oder wir werden uns eine weitere Setzmaschine letztendlich mieten müssen, um dann weiter mit Pappeln arbeiten zu können und vielleicht packen wir halt dann doch diese Ulme dann auf das Feld, zumindest ein paar Stück. Dann wird es zwar höchstwahrscheinlich problematisch mit dem Sägen, aber dann müssen wir die halt einfach ziehen. Da werde ich mir dann vielleicht auch noch was einfallen lassen. Was einfallen lassen,
habe ich mir jetzt bezüglich unserer Paletten, die wir noch haben, denn wir brauchen Kohle. Und ich habe jetzt gesehen, der Monat ist eigentlich hervorragend, der April, für Baumwolle, für Wolle und für Ziegenmilch. Und die bringen wir jetzt in die Molkerei und die Spinnerei. Und die ist ja im Hafen. Und dort bringen wir dann, wenn wir dann schon in die Stadt fahren, natürlich dann auch unsere Paletten mit Kimchi und mit Chili und mit den, was sind da noch? Zwiebeln, Lauch, keine Ahnung. Auf jeden Fall bringen wir unser Gemüse weg und zwar zum Bauernmarkt. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen verkaufen fahren. Und ich hoffe, hocke mal, du bist soweit zufrieden mit meiner Ladung. Also ich hoffe, dass dieses Mal passt. Dass ich hoffentlich die erlaubte Zuladung nicht überschritten habe und natürlich die Ladungssicherheit auch gegeben ist. Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wichtig ist nur, dass ich auf jeden Fall heile, jetzt zu den Verkaufsstellen komme. So, wir werden mit dem Iseki natürlich dort wieder hinfahren. Das ist jetzt keine Powermaschine, aber es wird schon funktionieren. Und dann bin ich mal gespannt, was uns das Ganze bringt. Wie gesagt, Ziegenmilch. Interessanterweise soll ja auf jeden Fall mehr bringen, als wenn es abgefüllt wäre. Ja, warum, wieso, weiß ich nicht, aber ich bin jetzt mal einfach gespannt. Und auch was die Wolle angeht, müsste da gut was jetzt bei rumkommen nach den Preisen, die ich gesehen habe, ist der April eigentlich hervorragend zum Verkaufen. Und das andere Material nehmen wir halt auch mit, damit es wegkommt und wir ein bisschen Cash in die Kasse kriegen. So, und in der Zwischenzeit kann ich euch ein bisschen was erzählen zum Map-Bau, denn der Yogi ist ja jetzt gerade auch unterwegs auf Twitch. Da kann man ihm live zuschauen, wenn er eben dann an seiner wunderschönen Oberschwaben bastelt. Und das ist wohl die Map, die er jetzt wohl als erstes für uns ready machen will. Das wird jetzt alles nicht ganz so schnell gehen. Denn konvertieren ist nicht. Da muss einiges neu gebastelt werden. Es gibt zwar Dinge, die gehen relativ zügig, schneller als gedacht. Aber es wird auch viele, viele Dinge geben, die länger brauchen werden als gedacht. Und da müssen wir jetzt einfach ein bisschen geduldig sein und abwarten, wann eben die Map kommt. Und so wie es eben aussieht, soll wohl die Oberschwaben dann die erste werden. Jedenfalls die hat er in der Pipeline. So, wir müssen hier geradeaus weiter. In die Einbahnstraße. Hier müsste, glaube ich, die Bäckerei sein, wenn wir dann mal irgendwann mal Mehl haben. Naja, ich weiß jetzt nicht. Wir werden zwar entsprechend Weizen haben, aber ob wir das weiterverarbeiten, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. So, die Einbahnstraße. Und hier müssen wir auch links abbiegen. Das passt aber. Das passt mir gut. Und dann schauen wir mal. So, wie fährt man jetzt hier am geschicktesten rein? Da vorne ist die Ampel rot. So, was ist mit ihm? Okay. Na, ich bin mal nicht so. Fahr schon mal vor. Aber hupen darf ich trotzdem mal. So. Also, wir müssen zur Molkerei und zur Spinnerei. Und ich glaube, das, was wir da unten auf der Karte sehen, rechts... Das dürfte erstmal die Spinnerei sein. Wie kommen wir denn da jetzt am geschicktesten hin? Hier einfach drüber fahren oder wie oder wer da war es? Naja, ist vielleicht jetzt nicht die feine englische Art. Okay. Irgendwo hier links müsste jetzt eigentlich ein Trigger sein. Scheint. Ah, nee, warte mal. Warte. Hier ist. Okay. Ach, da ist was. Hier ist was. Okay, schauen wir mal, was er jetzt hier annimmt. So, ich denke, wir müssen. Ja, das war es wohl nicht. Ich glaube, das passt nicht. Das sieht man auch nicht wie eine Molkerei oder eine Spinnerei aus. Achtung. So, ja, nicht speichern. Ich will eigentlich raus hier. Wobei speichern ja nie schaden kann. Hier will ich raus. Mal schauen, was hier steht. Ach, Zuckerfabrik. Na, das kann nicht funktionieren. Zuckerfabrik kann nicht funktionieren. Okay, dann machen wir wieder die Spanngurte dran. Ah, dann ist es, glaube ich, das da hinten.
Oh Mann, ups. Ja, fahren wir mal hier über die Straße und dann rechts. Also ich muss ehrlich sagen, hier ist alles ein bisschen verwinkelt und unübersichtlich. Da wird man sich noch ein bisschen, ja, erstmal eingewöhnen müssen und arbeiten müssen. Aber ich glaube, jetzt geht's hier rechts rein. Ja, da fehlt mir auch. So, was nimmt er denn hier? Ist das jetzt hier die Molkerei oder was ist das hier? So, Augenblick. Die Spinnerei. Okay, da müsste er ja jetzt die Wolle nehmen. Wups, und weg war sie. 7525. Naja, ich gebe zu, da hatte ich mir ein kleines bisschen mehr erhofft. So, wenn ich jetzt richtig weiß, hier links die Straße runter. Und da drüben müsste jetzt die Molkerei sein. Oh, jetzt ist die Ampel wieder rot. Was steht denn da oben auf dem Schild? Industrial Zone. Docks, Grain Elevator. Okay. Getreidemühle sozusagen. Ja, das ist die Molkerei. Da oben sieht man eine Kuh. Wo müssen wir dann da genau hin? Ja, komm, mach Schritte hier. Das ist ja furchtbar hier mit der Ampel. Okay, jetzt geht's los. So, wo ist jetzt hier der Trigger? Hier zwischendrin? Ja, das sieht so aus, als wenn er hier zwischendrin wäre. So, was bringt uns jetzt die Ziegenmilch? 12.490, okay, okay. Dann wieder alles festsuchen und dann fahren wir jetzt zum Bauernmarkt. Und der Bauernmarkt, der müsste ja auf jeden Fall auf der anderen Seite sein. Da müssen wir wieder einmal über die rote Ampel. Und wieder eine rote Ampel. So, ja, man sieht ja hier nichts. Ach, wir drücken jetzt mal ein Auge zu, oder? Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. So, die Ampel ist grün. Ja, ich glaube, das ist hier so ein Einbahnstraßen-Kreisverkehr-Gedönsen-Gedingens. Ich glaube, da sind wir damals lang gefahren und dann jetzt die nächste. Ne, die nächste links, glaube ich. Ja, ein bisschen Konzentration. Ja, nee. Da müssen wir dann nochmal rechts fahren. So, jetzt müssen wir links und dann müssten wir eigentlich zum Bauernmarkt kommen. Ja, ist ein bisschen verwinkelt. Ist ein bisschen verwinkelt, ist halt eben Großstadt. So, hier waren wir ja schon mal. Da vorne müsste es kommen, das Einkaufszentrum, der Bauernmarkt. So, wir machen schon mal die Spanngurte weg, weil ich denke, da nimmt er das Ding automatisch. Ja, stopp. Wollen wir hier niemanden gefährden. So, da sind auch nochmal 9.910. Und jetzt müsste ja wieder hier irgendwo was in der Auslage sein. Sehr schön. Wo ist denn jetzt dieses Kimchi-Zeug? Müsste man da jetzt irgendwo Dosen oder irgend sowas sehen? Naja, ist auch egal, ne? Also auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen was hier zum Volk gebracht. Haben auch ordentlich was verdient, sind bei 95, hinter uns stehen sie, kann das sein? Ja. Oh. Gut. Okay, dann fahren wir jetzt wieder zurück zum Hof und dann schauen wir mal, wie wir das jetzt gewuppt kriegen mit unseren Pappeln. So, zukünftig werden wir ja alles jetzt direkt verkaufen. Das heißt, die Stadt wird uns jetzt die nächste Zeit nicht zu sehen bekommen. Dann können wir uns voll und umfänglich um unsere Gewächshäuser, ums Wasser kümmern.
und vor allen Dingen unserem Langkornreis bei der Arbeit, sprich beim Wachsen zusehen. Und irgendeiner hat es da wieder eilig. Mit dem LKW. Sehr schön. Tja, da werden wir, wie gesagt, nichts anderes machen können, als einfach, ich denke, eine neue Setzmaschine oder wie man auch immer das Gerät nennt, holen. Wir werden die andere mal in Reserve halten. Wie gesagt, ich muss mal schauen, wie wir das mit diesen Ulmen machen. Vielleicht werden wir doch die eine oder andere zwischenrein noch pflanzen. Aber jetzt 240 Stück, das wird es wohl nicht werden. So. Also, den Anhänger können wir eigentlich jetzt auch zurückgeben. Dazu müssen wir halt jetzt wieder hier rein. Also, wie gesagt, das mit den Fahrzeugen ist mir irgendwie, ja, finde ich noch nicht ganz so glücklich. So, weil jetzt muss ich hier mich durcharbeiten und im Prinzip gucken. Da haben wir ihn und der ist gemietet. Mietkosten 294. Den können wir eigentlich zurückgeben, denn, nee, also im Moment, da wir alles direkt verkaufen, sehe ich da jetzt nichts. Okay. So, dann springen wir nochmal rüber. Zum Kubota. Jetzt müsste ich nochmal reinschauen. Was hat denn das Ding oder was kostet das Teil denn eigentlich Miete? So, da haben wir es doch. 852. Ja, eine Stunde, okay. Aber ich würde halt jetzt wirklich ungern. Die 7000 Euro einfach jetzt wegkicken. So. Ungern, wirklich sehr ungern. Da werden wir auf jeden Fall doch noch ein paar Bäumchen letztendlich pflanzen. Hilft nichts. Und wir haben jetzt 14.32 Uhr und die Frage ist natürlich, warum haben wir jetzt schon wieder diesen Bodennebel? Ja, das sind einfach so Dinge, wo ich mir auch denke, das ist zwar alles schön und gut, aber ich glaube dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Da drüben haben wir auch schon wieder Bodennebel. Und das im April. Ist das normal? Ich weiß nicht. So, also, dann werden wir das Ganze nochmal ausleihen. Einmal. Mieten. Ja, okay. Okay. So, dann gehen wir jetzt sicher. R3. Pappeln. Können wir da eigentlich gleich zwei draufladen? Nee, gell? So, aber gleich nochmal eins kaufen, weil Pappeln machen wir einige. So, dann das hier draufpacken. Einmal. Aber das geht immer nur eine, gell? Also da kann man nicht zwei draufpacken, denke ich mal nicht. Nee, aber dann machen wir jetzt Folgendes. Ja, klar. So, vorne zusammen. Naja, okay, wir haben jetzt das Gewicht da vorne, aber geht das? Ja, es geht. Okay. Ja, ich weiß, ist jetzt nicht die feine englische Art. Aber dann brauchen wir nicht nochmal fahren. Und nach dem Theater, was wir jetzt schon hatten, wieder mal. Also wie gesagt, das kommt mir schon ein bisschen spanisch vor, dass man einfach hier die Sachen nicht abkippen kann, ne? So, nochmal ein bisschen zusammen. Na, was ist jetzt? So, so geht's doch, oder? Hervorragend. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so sein soll, dass man tatsächlich, also das gibt's ja auch bei anderen Produkten, ist mir das schon aufgefallen. Wenn man gerade zum Beispiel Herbizid oder Flüssigdünger oder so weiter dann letztendlich ausladen will, dann will er immer jede Menge Platz, um das Material dann irgendwo hinzubringen. So, ja, sehr gut, der Kollege hat gewartet diesmal.
Und dass wir hier eigentlich die Setzlinge nicht abladen können, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. So. Ja, die können wir ja gleich vorne dran lassen. Ja, das hat mich dann auch... Ich hätte es eigentlich merken müssen, als ich hier das Feld eingemessen habe. So, wie machen wir denn den Helfer? Ja, ja, ist gut, ist gut. So, Spurführung. Und dann habe ich ja hier auf einen Meter gemacht. Und dann hat er das total schief und längs, so wie jetzt auch. Okay. Ja, mal schauen, wenn wir 1,20 Meter machen. Ja, so richtig glücklich bin ich nicht. Aber wir werden mal schauen, wie er hier die Linien anzeigt. Ja, ich glaube, er braucht ein bisschen, oder? Hm. Das ist ja wieder spannend hier. So, nochmal vielleicht. Nee, ich will eine Spurführung. Ein Meter. Bearbeitungsrichtung automatisch. Naja, in die Richtung geht's gar nicht. Dann schauen wir mal, rechts unten haben wir einen Pfeil. Und so müsste es jetzt eigentlich passen. Okay. Kein Feld erkannt, jetzt hat das. Okay, wunderbar. Und los geht's. Und jetzt sieht die Sache doch ordentlich aus. Jetzt packt er hier ordentlich auch die Pappeln drauf. Sehr schön. Okay, das soll es für die Folge gewesen sein. Wir werden jetzt weiter hier fleißig Pappeln ausbringen. Nochmal ordentlich Material hier ausbringen und das hier auf der Fläche. Und dann das nächsten Monat kommen nochmal Bäume und noch mehr Pappeln drauf, sodass wir hier ordentlich dann Material auf jeden Fall am Start haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir haben jetzt dann doch die Sachen auch hingekriegt. Ich bedanke mich und sage Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.